wurde ja so einiges geändert. Und ich liebe diesen Map ja einfach. Was sie geändert haben, ist auf jeden Fall den Boost hier. Wow, haben die nicht. Die haben das geändert, dass man hier nicht boosten kann. Die Schweine. Man kann nur noch hier boosten. Mit zwei Leuten. Okay. Das bleibt so. Das haben sie aufgehellt, wenn Leute hier stehen, dass das Licht hier so reinfällt, sonst war das immer dunkel. Können ja mal... S, genau. Bind, Monster, No Clip. Aber reinklippen kann man trotzdem nicht. Ja gut, das wird auch mal so bleiben. Also guten Leder hier weggemacht. So. Ja, das ist immer noch so. Self-Boost geht hier immer noch nicht. Hier auch nicht. Konnte man, glaube ich, nur von vorne, ne? Ne, konnte man gar nicht. Aber man hätte, man könnte oben rauf. Okay. Hier kann man immer noch durch. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige. 20 Sekunden Kaufzeit sind jetzt schon um, ne? Ja. MP bei Teil 99. Ach ja, ja gut, ja schon. Haha, ich bin noch witzig. SV, Internet, Ammo. Ja. So, haben wir hier. Hier kann man natürlich selber hoch. Hier kann man auch selber hoch. Das ist klar. Hier kann man hoch. Hier kann man noch rauf. Hier kann man sich hinstellen. So, was. Also hier oben ist immer noch klar. Ist hier ein bisschen Coverage. Warum? Weiß ich nicht. Man könnte rein theoretisch immer noch sein Mate hier raufziehen, das ist klar. So, lass auf Line. So, das ist. Das ist ein bisschen offener. So, hier kann man nicht runter. Das ist aber. Ja, da werden die. Die Map wieder 5 on 5 fähig machen. Da wette ich drauf. Das ist ja immer mega witzig, oder? Dass man hier runter kann. Wieder. Also so runter droppen, sonst wäre auch hier der Pfeil nicht so gesetzt und. Dann wird das hier nicht abgeändert. Ja. Da werden sie die Map wieder 5 on 5 spielen wollen. Ja. Das ist natürlich wichtig. Der Heli steht da oben noch. Mal gucken. Meine Smoke noch geht. Okay, ich hätte sie ein bisschen höher retten müssen. Aber dann fliegt sie rein durch da entgegen jetzt, ne? Und nicht mehr direkt auf dem Spot. So. Den Container. Ich glaube, die haben den Container gedreht, oder? Hier ist... Fliegt der jetzt auch weg? Jetzt geht der Monitor auch im Normalfall aus. So, dann hier unten. Immer das gleiche. Alles total sinnlos. Das ist ja auch immer noch alles total sinnlos. Wenn man jetzt hier hochkommt, ist es ein bisschen entscheidend. Hier haben wir
Easter Egg weggenommen. Hier haben sie ein bisschen Coverage hinzugefügt. Aber wenn man so überlegt, wenn du im Optimalfall hier hinten startest, dass du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekunden. So, dann musst du mal von hier starten, das hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann siehst du ihn schon lange, bevor er kommt, trifft man genauso hier aufeinander. Deswegen steht da auch das Ding, damit man schön um die Ecke geht. Dann haben sie hier, damit man nicht ganz so hier außen rum ran muss, so, damit das hier ein bisschen close ist, dann haben sie hier die Dinger verschachtelt. Das ist auch gut so, damit man sich natürlich mit zwei Leuten hier boosten. Dann kommt man immer noch. Natürlich Träumchen für jeden, ne? Boostest du dich nämlich ganz schnell. Oh, das war viel zu hoch. Mit deinem Kollegen deiner Wahl. Oh Gott, das geht sogar bestimmt. Ich bin gerade noch heute überhaupt nicht im Video sozusagen. Moment. SV Gravity Grassburner. Gravity 100. Ja. Boostest du dich ganz schnell hier hoch und machst das, was ich vor. Das ging nämlich vorher nicht, das haben sie von euch gesetzt. Ja, aber hier kannst du es nämlich nicht. Oder es soll ein Augenmerk an Ralph sein, dass die bitte. Was ist das? Ist das ein Penis oder? Das fixen sollen. Nee, das ist gewollt. Dass man hier boosten kann. Weil ich mich ja immer frage, wenn hier nichts ist, wenn dann nur die Abdrücke sind, das Ding da einfach auch nur so dran rum schwebt, wie es hält. Aber naja. Man kann hier rauf. Da kann man dann natürlich nicht rauf. Ja, ist cool. Ja, viel gibt's nicht, aber es ist interessant, wenn man es so sehen will. Haben sie hier schon was geändert? Nö, hier oben ist immer das Loch. Ja, hier mein Super Boost mit drei Leuten am Anfang der Runde. Ah, das bleibt auch so. Das wird auch so bleiben. Hier kann man immer noch stehen, ja. Natürlich kannst du dich hier oben hinstellen, nämlich. Mit zwei Leuten kannst du nämlich, oder kann man, oh, das wäre fast meine Flasche gewesen. Das wird nachher natürlich ganz interessant, ein Fünfer. Flashback. Flash da einfach. Ne, da brauchst du schon zwei Leute, das ist auch ganz gut so. Ne, dann gehen die anderen beiden hier hin und boosten sich hier rauf. SV Gravity, oh, 400. Ist hier natürlich der Konfrontationspunkt ist hier vorne. Das heißt, man kann hier richtig schön absahen. Wenn man dann noch ein bisschen creezen kann, müsste man das eigentlich mit ein bisschen Movement
kann es natürlich wieder nicht. Weil ich gerade. Ich bin halb aufgestanden gerade. Warte, springst du denn hier einfach mal kurz rum? Ja gut, wenn ich jetzt Duckjump gemacht, dann würde ich da auch raufkommen. Das ist gut. Dann hast du gewonnen. Aber so weit wird man eh nicht kommen. Sei denn man. Rein frisch von hier oben runter. Das wäre ja, wenn du von hier kommst. Durch. Dann geht's wieder. Ja, das ist alles so geblieben. Das ist schön. Das finde ich ein bisschen mehr so. Am Anfang, da bauen sie das da und dann hast du hier einfach eine offene Fläche und jetzt ist der Bombspot auch nicht mehr hier, sondern hier. Das heißt, wenn da jemand sein sollte, du musst natürlich gucken, dass du hier hochkommst, aber da ransmoken, das ist nicht so schwer, wenn man hier auf den Spawn. Kollege, schieß auf! Jawohl! Ich hoffe, das war nicht mehr auf. Was da? Laying down smoke. Aber wenn ich sie noch höher werfen würde, würde sie natürlich. Irgendwo da auch landen, ne? Okay. Kein Campspot deine Ecke. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Dass sie dagegen fallen. Laying down smoke. Smoke. Ja, geil, also sehr super. Schön.